Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Surtag. Wie man sieht, der hängt hier hinten beim gefallenen Wrack. Anflug ist wie folgt, eigentlich gar nicht so schwer. Also Zielorte, dann einmal hier unsere schöne Erde, dann europäische Todeszone, dann ist es einmal hier die Landezone, gewundene Bucht hier unten und dann hängt er, wie gesagt, hier oben beim gefallenen Wrack. Mal schauen, was er dabei hat. Ich bin selber nochmal ein bisschen gespannt, ob hier was Schönes, was Gutes zum Halloween-Event, eventuell was Extravagantes. Mal gucken. Auch vielleicht gute Perks. Der Festival verloren ist ja im vollen Gang und es gibt dann noch Schiefrindekohle zu farmen, um halt Triumphe abzuschließen oder halt extra Loot zu bekommen, halt in Spukforst. Da gab es jetzt wohl auch ein Patch für. Oder der kommt erst noch raus, bin ich nicht ganz sicher. Dann droppen die mehr und schneller und dann könnt ihr da halt reingehen und halt Spaß haben. So, jetzt gucken wir uns erstmal so an direkt und schauen, was er dabei hat. Nicht vergessen, das Engramm hier oben, das Schicksalsengramm, nicht sofort ziehen, sondern erst dann ziehen, wenn ihr die Sachen gekauft habt, die unten stehen und als exotische Ausrüstung so zu haben ist. Aber ihr könnt oben schon mal reingucken mit Dreieck ins Engramm hier und dann könnt ihr gucken, was ihr habt. Alles, was abgehakt ist, habt ihr schon im Inventar. Das droppt dann halt erstmal nicht. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier Lord der Wölfe nicht habt und das ist hier nicht abgehakt, würde jetzt sozusagen, wenn ihr das Engramm ziehen würdet, Lord der Wölfe droppen. Also auch kein Problem somit. Wenn ich es jetzt hier, kommt halt eine random Ausrüstung und mit besseren Perks, das will ich auch zum Ende noch machen. Das Ding kostet nämlich 97 Länge der Rohstücke, nicht ganz so billig, aber es lohnt sich trotzdem immer wieder zu ziehen. Und natürlich auch mal mit dem Schad ziehen, wo euch noch was fehlt. Ne? Nicht vergessen, nicht einfach willkürlich mit dem gleichen Schad ziehen, sondern ihr müsst auch mal wechseln. So, exotische Ausrüstung. Da haben wir hier einmal die Warcliffe-Spule hier, einmal für 29 Länge der Bruchstücke. Da haben wir hier einmal bei dem schönen Raketenwerfer flüchtiger Abschuss, dann vergrößertes Magazin. Hier einmal mechanisierter Selbstlader, dann hier einmal Kompositschaft. Es gibt auch einen Katalysator zu finden in Strikes gegen die herausforderndsten Feinde. Und sonst hier einmal verrückter Wissenschaftler, dieser verfeuert eine Salve Raketen ab. Eigentlich gar nicht so schlecht, macht auch ordentlich Damage, auch gerne im PvP genommen, aber man killt sich auch ganz gerne mal damit selber. Hier haben wir auch Ornamente hier, da habe ich einmal das Ornament Teslas Rache, sieht ja einmal so aus. Dann habe ich hier einmal Dieselpunk, da sieht es einmal so aus. Hier einmal Vostok, sieht die Waffe einmal so aus, eigentlich ganz geil. Dann hier einmal Seinerzeit voraus, sieht die einmal so aus. Also es gibt schon lustige Ornamente, sollte man sich auf jeden Fall mitnehmen. Kostet 29 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal Lindwurmkrone Helm für den Jäger. Gesamtwert, oder getrimmt auf Leere, fangen wir da erstmal an. Gesamtwert 63, Erholung und Disziplin sind stark erhöht. Gar nicht so schlecht. Brennende Seelen haben wir hier einmal als super Perk. Kostet auch 23 legendäre Bruchstücke. Ausweichen gewährt ein wenig Gesundheit und Schildverstärkung. Eigentlich ganz okay, glaube ich, würde ich sagen, für PvP. Sieht auch ganz nice aus, der Helm. Es gibt auch Ornamente, ich habe leider nichts. Deswegen auch ein bisschen langweilig vielleicht. Aber wie gesagt, wenn da fehlt in der Sammlung, auf jeden Fall mitnehmen. Die Perks sind auch gar nicht schlecht. Also kann man eigentlich gut gebrauchen für PvP. Dann haben wir hier einmal einäugige Maskehelm für den Titan, getrimmt auf Leere. Gesamtwert 64, erhöhtes hier Mobilität, Disziplin, Intellekt. Kostet auch 23 legendäre Bruchstücke. Dann haben wir einmal Vergeltung. Markiert den Gegner, der es wagt, dir Schaden zuzufügen. Finde und vernichte deinen Gegner für einen Überschild. Auch sehr gut für PvP gedacht, oder ist für PvP gedacht. Wurde leider genervt, aber das Ding läuft immer noch rund, kann man immer noch gut spielen. Wenn man PvP spielt, gibt auch Ornamente, ich habe leider keins. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall mitzunehmen, wenn es in der Sammlung fehlt. Dann haben wir hier einmal Fellwinders Helm für den Warlock, getrimmt auf Leere. Gesamtwert 62, erhöht ist hier Belastbarkeit, Erholung und Intellekt. Kostet auch 23 legendäre Bruchstücke. Dann haben wir hier einmal Ende des Kriegsherrn. Arcus Solar und Leere Nahkampfkills erzeugen einen Energiestoß. Der Feinde in der Nähe schwächt Finisher und Kills gegen mächtige Feinde vergrößern den Radius des Stoßes und verlängern den schwächenden Effekt. Eigentlich mehr für PvP, würde ich sagen, gedacht. Gibt auch, gibt keine Ornamente, gibt nur Shader. Aber so sieht das Ding aus, noch nie gespielt. Aber wie gesagt, wenn es fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Also diese Woche ist auf jeden Fall zum Halloween-Event definitiv hier die Maskenpflicht auf jeden Fall. Also es gibt hier nur Helme mit der Warcraft-Spule. Dann einfach Verbrauchsgegenstände hier einmal 5 der Schwerter und die Uneinladung der 9 noch, wenn es noch nicht fertig gemacht wurde, kostet 9 legendäre Bruchstücke für Season Pass Besitzer. Und sonst, jetzt ziehen wir erstmal kurz das Schicksalsengramm und dann kann ich noch mal ein bisschen was zum Festival der Verlorenen sagen. Aber erstmal das eine ist Abfrühstück und dann mal gucken. Capris Stachel hier bekommen. Nicht ganz so geil, aber vielleicht sind die Perks sehr gut. Da haben wir hier einmal mit 10,50 natürlich. Achso, ein kleiner Tipp noch. Ihr könnt natürlich auch die Sachen hier ziehen mit dem höheren Char, den ihr noch nicht Hardcap seid auf 10,50. Nehmt einen Char, der am das Max-Level hat oder das höchste Level von euren drei Chars. Kauft die Sachen auch für die anderen Chars dann. Also wenn ihr mit dem Jäger hier kauft, kauft auch
wenn der höher als höchstes ist, hier dann auch für Titan und Warlock kaufen, die Gegenstände, wenn die vom Power Level höher sind, und dann zu den einzelnen Chars transferieren. Das geht nämlich auch noch schön mit bis 10,50. Da kann man ein paar Power Level gut machen. So, Kepers Stachel bekommen hier einmal mit 63. Belastbarkeit erhöht, Erholung, alles irgendwie durcheinander. Ist okay. Sofort Rauchbombe mit wahrer Sicht und verbessertem Schaden. Das haben wir hier. 60. Erholung ist mehr erhöht hier. Ja, weiß ich noch nicht, was ich behalte. Muss ich mal gucken. Jetzt aber noch mal kurz zum Abzeichen, was ich hier habe. Das ist das Halloween-Abzeichen. Da müsst ihr einfach nur die Festival der verlorenen Quest abschließen. Dann könnt ihr das unter, wie gesagt, Destiny 2-App unter Premium abholen. Und dann ist das hier einmal bei Flair. Dann hier einmal Abzeichen ist hier schon drin. Dann allgemein. Und dann könnt ihr es hier halt rausziehen. Hier unten einmal Schattengeweiht. Und ja, dann habt ihr es halt auch. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde das eigentlich ganz schick. Das sieht eigentlich, das passt eigentlich ganz gut, wie gesagt, vielleicht zu meinem Char. Ich finde das eigentlich ganz nett. So, das soll es gewesen sein. Und viel Spaß beim Xur-Looten, beim Festival der Verlorenen. Und hoffentlich kriegt ihr genug Schiffe und Dekoder reingehauen. Und danke fürs Zusehen, danke für den Support. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.